Das von der Corona-Pandemie hart getroffene Portugal soll Hilfe aus Deutschland und Österreich erhalten. Die deutsche Bundeswehr schickt Ärzte und Material. Österreich will Intensivpatienten aufnehmen. Portugal selbst hat sich zur Eindämmung der Pandemie mittlerweile abgeriegelt. Der österreichische Kanzler Sebastian Kurz schrieb, es sei ein Gebot der europäischen Solidarität, rasch und unbürokratisch zu helfen, um Menschenleben zu retten. Seit Sonntag ist in Portugal die Ein- und Ausreise ohne triftigen Grund untersagt. Die Corona-Lage in dem Land ist nach Worten von Ministerpräsident Antonio Costa sehr schlimm. Das Land ist besonders stark von der höher ansteckenden Virusvariante aus Großbritannien betroffen. Portugals Intensivmedizin ist schlecht ausgestattet. In Deutschland gilt eine Einreisesperre aus dem Land. Am Samstag wurden in dem Land mit 10,3 Millionen Einwohnern über 12.400 Neuinfektionen registriert. 293 Menschen starben an Covid-19. Gemessen an der Bevölkerungszahl gehören die Ansteckungszahlen derzeit nach Berechnungen von internationalen Organisationen zu den höchsten der Welt.